Ah, Freunde, ich bin wieder zurück, auch wenn einige sicher nicht mal wussten, dass ich überhaupt weg war. Aber ich bin zurück von meinem Wochenende in Holland oder aus den Niederlanden, eher gesagt. Und wieder bereit, die sinnlosesten Videos aller Zeiten für euch zu machen. Haha, Kappa. Ich hoffe, euch da draußen geht es soweit auch ganz gut und ihr hattet ebenso ein wunderschönes Wochenende und seid gut gelaunt. Falls es euch nicht so gut da draußen geht, denkt ihr mal dran, irgendwo in Frankreich gab es an Weihnachten einen kleinen, aber feinen Jungen, der statt Minecraft Mein Kampf von seinem Opa geschenkt bekommen hat. Voilà, tous les cadeaux, ben voilà, c'est Noël, c'est comme ça. Je l'ai sur une tablette, je te l'ai donné. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, voir. Ah oui, oui c'est possible, je te l'ai donné. Ouais. Non, mais c'est Minecraft qu'il voulait. Il m'a dit Minecraft. Mais non, papa, c'est Minecraft. Mais où t'as trouvé ça? C'est pas possible. Mais non, c'est pas pareil, c'est un jeu vidéo, Minecraft. C'est pour les gamins. C'est pas possible, je te jure. Ah, das muss man sich einfach mal vorstellen. Da packt der von Adolf. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Um aber jetzt auch zum eigentlichen Thema zu kommen. In den vergangenen Jahren gab es in meiner YouTube-Laufbahn immer wieder dieses eine Wort, was mich jedes Mal enorm aufregte und mittlerweile einfach nur noch komplett triggert. Und das Wort ist eben so ein absoluten Insider auf meinen Kanal geworden. Sowohl von euch als auch beispielsweise, es hat es tatsächlich auch in meinem Merch geschafft. Link in der Beschreibung. Das Wort soon. Wenn ein Minecraft-Publisher einfach mal die fragende Community absolut nicht weiterhelfen mag, antwortet er mit soon. Also mit bald. Bestes Beispiel zum Thema PlayStation 4 Server, also wann diese erscheinen soll, hat ein netter junger Mann gefragt. Und Helen Angel, die Community Managerin von Minecraft, antwortete mit soon. Ah ja, besten Dank auf jeden Fall für ihre freundliche und weiterbringende Hilfe. Jetzt weiß ich viel mehr als vorher. Soon, ach Mann, warum bin ich nicht selbst drauf gekommen, dass die Server soon kommen? Aber jetzt, Freunde, bin ich ungelogen an einem Punkt angekommen. Da muss ich einfach mit diesem Wort abrechnen. Also, da sind die ganze Zeit so Spannungen in der Luft, wenn ich das Wort auf das Wort treffe, wirklich. Da muss ich mal etwas Energie rauslassen. Ihr merkt schon, ich fange an zu stottern, wenn es um dieses Wort geht. Da sind so Aggressionen in meinem Magen drin. Da muss ich jetzt mal irgendetwas raushauen. Und wie macht man das heutzutage als cooler Junge im Internet am besten? Richtig, mit einem Diss-Track. Nicht wie andere gegen einen fameren YouTuber und um halt selber Famer zu werden, sondern gegen ein Wort. Ja gut, wenn man das jetzt so ausspricht, hört sich das völlig lost an der Stelle. Aber ich halte mein Wort und ihr habt die Wahl, Freunde. Denn wenn dieses Video die Schnapszahl 5555 sowohl bei den Likes als auch bei den Kommentaren knackt, also 5555, setze ich mich hin, schreibe einen Diss-Track und würde dann auch ein Video dazu drehen, aber eine Minecraft-Animation, schätze ich jetzt mal. Kein echtes Real-Life-Video, sondern es soll ja trotzdem irgendwie Minecraft-Style haben. Ich versuche es wirklich so professionell wie möglich zu machen, aber trotzdem natürlich auf Humorbasis und nichts anderes. Also es soll jetzt nicht ernsthaft irgendeine Rapper-Karriere vor mir starten, sondern es soll wirklich natürlich ein Diss-Track werden. Und der wird absolut deep und fett und kauft den Song auf Apple Music und so, weil ihr wisst jetzt schon, also ich mache jetzt schon Werbung für den Song, obwohl ich noch gar nicht weiß, ob er überhaupt existieren wird. Also, ihr habt die Wahl, Freunde. Und sobald diese Zahl erreicht wird, kommt der Diss-Track so soon wie möglich.